dann? Was ist dann passiert? Plötzlich stand er da. Ein Berg von einem Mann. Ihr Vater. Auf frischer Tat hatte er die beiden ertappt. Jetzt aber los, Martin, die Milch kommt. Grüß dich. Paul, ich sehe, hast du deinen Nachfolger gefunden. Ja, das ist mein neuer Lehrling, der Martin. Ich werde ihm beibringen, wie man unseren traditionellen Emmentaler macht. Das macht 104. Tschüss, schönen Gruß zu Hause, gell? Geschafft. Komm. Und nun werde ich dir die Geheimnisse von unserem weltberühmten Käse verraten. Geheimnisse? Aha. Weißt du, Martin, unsere Bauern sind ein Teil davon. Wegen der Milch? Ja, viel mehr als das. Schau dir mal das Dorf an. Bauernhöfe, soweit das Auge reicht. Wir sitzen hier regelrecht an einer Frischmilchquelle ohne lange Transportwege. Das Hab und Gut ist des Bauern größter Stolz. Das gilt natürlich auch für das Vieh. Und gesunde Kühe, das bedeutet gute Milch. Und guten Käse. Genau. Ach, weißt du, Käse zu machen ist mehr eine Lebenseinstellung als ein Geheimnis. Ein Emmentaler braucht Zeit und der Käse viel Geduld. Er muss warten, beobachten, fühlen, riechen, schmecken, pflegen. Denn hinter einem echten Emmentaler steckt die Erfahrung von Jahrhunderten. So viel Milch auf einmal habe ich noch nie gesehen. Fast 6000 Liter. Unsere warme Morgenmilch vermischt mit der abgekühlten Milch von gestern Abend. Und wie wird die Milch zu festem Käse? Indem wir die festen Bestandteile der Milch vom Wasser trennen. Wärme hilft dabei. Darum wird die Milch zuerst mal auf 31 Grad aufgewärmt. Und inzwischen haben wir genügend Zeit, um die Milch zu untersuchen. Auf was denn? Ist denn Milch nicht immer Milch? Schon, aber die Milcheigenschaften können variieren. Je nach Wetter, Jahreszeit, Art des Futters. Die Milch ist jeden Tag ein kleines bisschen anders. Und das muss man beim Käse natürlich berücksichtigen. Dann ist ja jeder Käse ein Einzelstück. Sicher doch. Deshalb führe ich über jede Tagesration Buch. Eine Art Qualitätszeugnis, könnte man sagen. Meister, die Temperatur. Schon gut, Martin. Ich bin ja schon da. Wasser? Lab, das die Milch gerinnen lässt. Und Milchsäurebakterienkulturen. Sie lassen den Käse später gären und reifen. In 40 Minuten ist es soweit. Aber zuerst müssen wir die Harfen einsetzen. Halt, Martin, ins Kessel langt hier keiner. Sauberkeit und Hygiene ist das oberste Gebot in der Käserei. So. Und nun lassen wir die Milch gerinnen und gehen frühstücken. Und dann? Was hat der Vater gemacht? Welcher Vater? Na, der aus der Sage vom ersten Emmentaler Käse. Ach so. Der Vater und der junge Sen. Ganz fürchterlich gestritten haben sie sich. Denn der Sen hatte auch noch die Frechheit, um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Da wurde es dem reichen Bauern zu viel. Meine Tochter zur Frau nie und nimmer. Die verdient etwas Besseres als einen dahergelaufenen Knecht. Ein Käser von Rang und Namen soll es sein, der ihr den Trauring an den Finger steckt. Musik.
Der unglücklich verliebte Zen zog sich schweren Herzens auf seine Alp zurück und schwor sich, erst zurückzukommen, nachdem er den größten, schönsten und besten Käse gemacht hatte, der je im Emmental gesehen worden war. Tatsächlich, die Milch ist geronnen. Ja, die Harfen bewegen sich in genau festgelegten Bahnen. Sie zerschneiden die geronnene Milch in immer kleinere Stücke, die Käsekörner. Geht's noch lange? Ein guter Käse braucht halt seine Zeit. 90 Minuten lang wird gerührt, bis die Käsemasse ca. 53 Grad warm ist. Denn dabei scheiden die Käsekörner noch mehr Flüssigkeit aus, die Konsistenz wird fester. Und was passiert mit der Flüssigkeit? Wir nennen sie Molko Desserte. Sie enthält noch immer wertvolle Nährstoffe. Wir gewinnen daraus Rahm für unsere feine Käsereibutter. Ja, und der Rest ist Tierfutter. Und nun lassen wir die Molke abfließen und die Käsekörner bleiben in der Pressform. Der Käsepass. Genau. Datum und Käsepass mit unserer Käsereinummer. Das ist wie die Signatur eines Künstlers auf einem Bild. So, das reicht. Fürs Erste. Stell dir vor, 20 Stunden lang wird nur der Käse gepresst. 2000 Kilo Druck. Das reicht, um weitere Sirte auszuscheiden und die Käsekörner zu richtigen Laiben zu formen. Verstehe, es wird noch mehr Wasser ausgeschieden. Ich glaube, du hast es kapiert. Ein Wasserbad? Ein Salzbad. Die frischen Laiben kommen direkt vor der Presse und bleiben hier 2 Tage lang. Fühl mal. Eine Rinde? Dünn zwar, aber eine Rinde. Die Laibe nehmen im Bad Salz auf und geben Wasser ab. Und dabei bilden sich auch die ersten Ansätze der Rinde. Ja, und hier im Salzbadkeller bleiben die Laibe jetzt 2 Wochen lang. Es ist kühl hier. Höchstens 10, 12 Grad, würde ich sagen. Das muss so sein, damit die Laibe abgekühlt werden und nicht auslaufen. Ach, da seid ihr ja. Das Essen ist so gut wie fertig. Danke, wir kommen gleich. Uns geht schon gut heutzutage. Aber früher, das war ein hartes und entbehrungsreiches Leben. Auch für unseren verliebten Zen. Die Tage vergingen auf der Alp. Sein hochgestecktes Ziel, einen Käse von gigantischem Ausmaß zu machen, bedrückte ihn mehr und mehr. Er war tief in Gedanken versunken über sein trauriges Schicksal, als er eines Abends vergaß, den Betruf ins Tal zu rufen. Denn der Betruf schützt den Zen und seine Kühe vor den unheilvollen Kräften der Unterwelt. Da kam ein heftiger Wind auf. Dunkle Wolken formierten sich zu bedrohlichen Vorboten eines mächtigen Gewitters, während der Zen sein karges Abendmahl bereitete. Klopfte es laut an seine Tür. Erst jetzt fiel ihm ein, dass er den Betruf vergessen hatte. Wer konnte das bloß sein zu so später Stunde? Das ist der Gärkeller. Nach dem Salzbad kommen die Laibe hier in die Heizung, wo sie 5 bis 8 Wochen bei etwa 20 Grad gelagert werden. Zuerst kühl und jetzt plötzlich warm? Weil ich mit der Wärme absichtlich die Gärung auslöse. Denn durch die Wärme können sich die Bakterien, die wir ins Kessel gegeben haben, vermehren. Gas entsteht.
Genauer gesagt Kohlensäuregas. Es kann aber aus dem Käse nicht entweichen und so sammelt es sich in kleinen Hohlräumen. Die Löcher? Genau, die berühmten Emmentaler Löcher. Hörst du sie? Du wirst es nicht glauben, aber die so entstandenen Löcher haben einen entscheidenden Einfluss auf das Aroma. Sie geben dem Emmentaler diesen feinen, nussartigen Geschmack. Natürlich, Löcher machen kann jeder. Aber den echten Geschmack reinbringen, das können nur wir Schweizer. Später im Lagerkeller bleiben die Laibe, bis sie etwa 3 Monate alt sind. Sie werden immer wieder gewendet, abgerieben und gepflegt. Ein guter Käse ist wie ein guter Wein. Er wird mit dem Alter immer besser. Die richtige Lagerung und Pflege verstärkt und akzentuiert den Geschmack. Und unser Zen, hat er das alles schon gewusst? Nein, nein. Aber in dieser unheimlichen Nacht, da ist etwas Merkwürdiges passiert. Vor der Tür stand eine fürchterliche Gestalt. Todesangst überkam den jungen Zen. Der Gnom machte keine Anstalten, den Zen mit Haut und Haar zu verschlingen. Stattdessen fragte er ihn, ob er wohl im Schutze von Wind und Regen an seinem Mahl teilnehmen dürfe. Das spärliche Mahl munterte dem hungrigen Gnom. Nach dem Essen bedankte sich das unheimliche Wesen für die Gastfreundschaft. Es müsse nun wieder seines Weges gehen. Sein Gastgeber solle aber nicht mit leeren Händen dastehen. Er wisse um die Sorgen des Zens. Als Zeichen seiner Dankbarkeit überreichte er dem erstaunten Elbler ein uraltes Pergament. Das Rezept, mit dem es ihm gelingen würde, einen großen, haltbaren Käse zu machen. Einen Käse riesiger, als er es sich je hätte erträumen können. Fast 1000 Liter frische Milch würde er benötigen und ein Kessel 3-mal größer als das seine. Aber der Zen wusste wohl, wo er beides finden würde. Da machte er sich bei Tagesanbruch auf zu einer benachbarten Alp. Denn dort, in einer verlassenen Alpkäserei, stand das Kessel, das er für sein kühnes Unterfangen benötigte. Aus nah und fern kamen seine Freunde ihm zu Hilfe. Mit Bränden, gefüllt mit herrlich frischer Rohmilch. Der Käsehändler ist da. Tag, Paul. Ah, Sepp, grüß dich. Na, wie geht's? Es ist gut, dass du kommst. Das Lager ist voll. Hm. Was passiert denn jetzt mit dem Käse? In der Großhandelsfirma werden sie gelagert, weitergereift und gepflegt. Du, Paul, ich mache dir einen Vorschlag. Heute sind die Taxationsexperten bei uns. Lass den Martin doch mitkommen. Da kann er selber sehen. Und ich bringe ihn heute Abend wieder. Abgemacht? Ja, einverstanden. Schön. Tja, das war heute ein wichtiger Tag für deinen Meister. Du hast sicher bemerkt, dass die Käseleibe in Qualitätsstufen eingeteilt wurden. Prima, Sekunda und Tertia Qualität. Ja, genau.
Natürlich gehört es zum Berufsstolz eines jeden Käsers, nur Spitzenqualität zu liefern. Das bringt nicht nur ihm, sondern auch den Milchlieferanten schöne Qualitätsprämien ein. Ah, da sind ja auch schon die Taxationsexperten. Komm, wir schauen jetzt noch in den Greierzerkeller. Das riecht aber stark hier. Tja, die Westschweiz hat auch ihren legendären Käse, den Greierzer. Er wird während der Reifung kühler und feuchter gehalten als der Emmentaler und bekommt durch regelmäßiges Abbürsten mit Wasser diese feuchte, rötlich-braune Rinde. Tja, und natürlich auch seinen ganz besonderen Geschmack. Und hier siehst du einen weiteren klassischen Schweizer, den Sprinz. Ein extra Hartkäse aus der Zentralschweiz. Den muss man rund 2 Jahre lagern, bis er auf den Markt kommt. Und was ist das hier? Das ist ein reifer Emmentaler, der für den Export bestimmt ist. Den bekommst du entweder so, hygienisch einwandfrei verpackt, oder dann auch am Stück. Ja, hier, schau. Diese Rindenmarkierung und der Switzerland-Stempel mit dem Alphornbläser sind im Ausland die Garantie dafür, dass es sich wirklich um erstklassigen Schweizer Qualitätskäse handelt. Bitte. Na Martin, jetzt weißt du wohl alles über Käse. Nicht alles, aber ich habe eine Menge gelernt. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch wissen, wie die Geschichte mit dem Sen ausgegangen ist. Hat er es geschafft? Der Käse ist ihm geglückt. Dank dem Rezept. Monate später, zur Zeit der Alpabfahrt, zog er mit seinem Vieh ins Tal. Auf seinem Rücken trug er einen riesigen Käse. Über Monate hatte er seinen Emmentaler Käse liebevoll gehegt und gepflegt. In seiner feinsten Tracht zog er ins Dorf hinab. Als er im Dorf ankam, war ein fröhliches Fest im Gange. Da nahm der Sen den Käse, legte ihn dem Bauern stolz auf den Tisch und sagte: Koste diesen Käse, Bauer, und du wirst sehen, dass ein Käse von Rang und Namen um die Hand deiner Tochter anhält. Der Bauer kostete ein Stück und seine Begeisterung kannte keine Grenzen. Ja, Martin. Noch heute erzählen sich die Alten die Geschichte vom ersten Emmentaler Käse. Hatten der Sen das Mädchen bekommen? Die Antwort steckt hier drin.